Weiter geht's mit einer neuen Session von Minecraft. Es wurde Nacht, oder? Ja. Okay. So, Diorit muss ich jetzt mitnehmen. Ich bin am Überlegen die ganze Zeit, ob ich versuche, die ganze Insel so ein bisschen zu unterkellern. Quasi, dass man von jedem Gebäude ins andere Gebäude reinkommt und überall ein paar Pilzfarmen drunter liegen. Oder ob das zu übertrieben wäre. Ich weiß es nicht. Aber ich will eigentlich so das haben, dass man hier autark leben könnte. Und das ist momentan, denke ich mal, nicht gegeben. Und die Hühner haben wir letztendlich auch nur hier, weil die, mache ich das gerade richtig? Ja. Oh Gott. Weil wir da nicht unbedingt die Weizenkörner für die Vermehrung brauchen, sondern die Eier reichen auch. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja so hoch auch nicht, dass da mal ein Huhn rauskommt. Das hätte schief gehen können. Ach, das ist ja quasi schon demnächst das Dach, ne? Mal gucken, ob ich das so lasse oder ob wir letztendlich dann eine Leiter hochbauen. Und jetzt habe ich mir natürlich meine kleine Zeichnung nicht auf den anderen Bildschirm gelegt. Das ist natürlich sehr schlau. Toll. So, ich glaube, das ist auch schon wieder die Grenze, weiter können wir da nicht an die Treppe bauen. Yeah, drei fehlen. Toll. Die können wir uns theoretisch auch anders noch holen. Diese drei. Mach ich mal mit Absicht unten. Eins, zwei, drei, vier. Und das Ding können wir theoretisch auch so machen. Sehr schön. Machen wir die paar Dio-Dinger noch leer.
Ach so, Nummer 5 haben wir vergessen. Und war hier dann auch noch? Nee, da sitze das Ganze da drauf. Passt also. Alter, diese Ruppelei geht mir schon wieder auf den Sack, ey. Jetzt müssen wir uns entscheiden, wie wir hier Fenster setzen. Ich weiß nicht, ob es hier so wirklich Sinn macht. Ich glaube nicht. Ich bin eben am Überlegen, ob wir nicht irgendwie so mit so einem Panorama-Ding arbeiten. Bräuchte mal viel Eisen, aber könnte sich lohnen. Hier unten brauchen wir das nicht zwangsläufig. Hier haben wir zugemacht, das IO. Na gut, versetzen können wir das Ganze immer noch. So, hier müssen wir auch wieder dicht machen. Wir haben was da mal gelöst. An der Ecke. Okay, das war nicht so eine schlaue Idee, da können wir also keine Panoramafenster machen. Okay. So, hier würde es wieder gehen. Ich überlege, ob wir es hier auch nochmal machen. Letztendlich muss es auch von außen gut aussehen.
So, hier können wir es wieder nicht machen. So, und hier haben wir kein Licht, das ist nicht gut. Wie haben wir das da unten jetzt gelöst? Ihr habt da ein Doppelfenster zu, Doppelfenster. Da ein Doppelfenster zu. So. Und hier wäre Panorama wieder möglich. Am besten wir gehen erstmal ins Bettchen. So, wir brauchen definitiv noch Treppen. Und das würde leider nicht reichen. So. Also Diorit wollten wir noch mitnehmen. Ich überlege gerade, ich glaube zwei Sticks würden sich lohnen. Die Erde kann erstmal weg. So. Nehme ich gleich ein paar Eisengitter mit. Den Zaun könnte man mitnehmen. Und dann ab ins Bettchen. So, ich will noch nur mal kurz abchecken. Ob auch da oben in der Truhe nichts mehr hat. Verdammt.
Kacke. Jetzt hab ich die Stormy. Fuck. Das hat ja auch eine Dreierhöhe. Ich bin ja so dämlich. Na gut, Folgenpause. Spitze wieder gehen. Bis dann.